Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Ich bin mit mir ins Reine gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen, dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Krebs, was meinen Sie? Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Aber er wird niemals kapitulieren! Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich hab das einmal mitgemacht! Das reicht! Mutter. Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! So behaupten Sie, ein Angriff fängt sei unwahrscheinlich! Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Das war ein Befehl! Thank you.
haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge! Verreiter Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Ich hab das einmal mitgemacht! Das reicht! Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Thank you.
Deutschland. Ja, mit Himmler kollaboriert er, ist der Verräter. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Dann soll die Armee kehrt machen! Verrat an meiner Person! Ich bleibe in der Hauptstadt! See und Kran müssen so bald als möglich aufbrechen. Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Ja, mit Himmler kollaboriert er, ist der Verräter. Ich hätte gut daran getan! Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Wie bitte? Das war meine Vision. Dieser Versager, dieser Schmarotz.
Fliegen Sie zu Deutsch. Teilen Sie ihm mit, er soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. An meiner Person! Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Verrat! Weltfremder, unberechenbarer Künstler! Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Die Logik der Frau. Wie bitte? Ach, Unsinn! Das Leben vergibt keine Schwächen. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Ah, Monke, Sie sind da. Krebs, was meinen Sie? Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Es ist unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie, ein Angriff Wenk sei unwahrscheinlich? Autorisieren behauptet er, ich wäre krank! Ja, vielleicht schon tot! Ich will Fegelang sehen!
wir die Westfront. Dort! Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Wenn das sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Die Logik der Frau. Wie bitte? Ach, Unsinn! Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt. Dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einhalt zu gebieten in der Lage ist. Und das bin ich.